Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. Wir haben in der letzten Folge eventuell einen unserer Züge geschrottet. Zwei sogar, weil diese Kreuzung hier wieder Probleme gemacht hat. Was uncool ist, wo will der hin? Die wollen alle hier über die Kreuzung und stehen jetzt alle, wieso auch immer. Ich gebe dir jetzt mal das Recht, über die Kreuzung zu fahren. So. Also ich muss wirklich, diese Kreuzungssysteme sind noch nicht so prickelnd. Da muss ich noch irgendwas machen mit. Also die sind noch nicht so prickelnd, vor allem wenn wir das jetzt alle stärker verwenden müssen. Wir schauen, dass wir das hier irgendwie vielleicht doch Luftabfahrten machen, höhere, damit und dann die Schienen hier verlegen und verteilen. Weil das hier wird uns irgendwann Kopf und Kragen kosten, vor allem jetzt halt mit dem einen teuren Zug, den wir schon wieder verschwendet haben. Yay, das war wieder Genius-Aktion von mir. Guck mal, ich kann die duplizieren. Oh, lol. Das hätte ich früher wissen müssen! Gibt's doch bestimmt aber auch hier einen Button, damit ich alle umwandeln kann, oder? Ich war Bretter, du warst ein Bretterzug. Das scheint es noch leider nicht zu geben, so ein Bretter. Jetzt hängen sie schon wieder da unten, ich sehe schon. Halt hinzufügen. Laden. Halt hinzufügen. Entladen. Also das ist mit, wie gesagt, da müssen wir jetzt unbedingt dann wieder was drum tun, damit die hier besser werden. Weil wir hängen uns hier halt dann doch auf. Wie wir das schlau machen, ist noch die Frage. Vielleicht heben wir hier die Schienen an und machen hier eine... Oder wir heben die an und ziehen die drüber. Da müssen wir auf jeden Fall noch eine Lösung finden. Ich blinke gerade schon wieder. Ah, okay. Aber er bringt auf jeden Fall... Ah, unser neuer Zug ist unterwegs. Juhu! Da, unser neuer Transporter für Bretter ist unterwegs. Nachdem wir den alten vernichtet haben. Und ich glaube, wir haben hier keinen Personenzug mehr, ne? Wie macht jetzt 25.000? Oh, schick. Also geldmäßig stehen wir gut da. Wir machen genügend Geld. Selbst jetzt nach dem Zugunglück. Ich habe jetzt zwar einen Zug erst gebaut, aber trotzdem, wir stehen gut da. So bedeutet, wir machen jetzt noch den Personenzug. Und ich würde sagen, den tun wir auf heißen Standard jetzt setzen. Einfach, weil wir es können. Personenwagen, was kommt denn da rein? Ah, da kommen dann solche Spezialsachen rein, okay. Wir machen einen guten 1,20er Zug, würde ich sagen, oder sowas. Kaufen. Und du kriegst individuelle Route, Pirchtenstedt. Halt hinzufügen, Transfer. Halt hinzufügen, Transfer. Und hier, jetzt geht das wieder los. Ah, scheiße, warte mal. Nee, du, warte mal, du willst gerade drüber. Ah, die Kreuzung macht mich echt fertig. Also so ganz ist da immer noch so problematisch, wo jetzt welche Kreuzung aktiv ist. Ich glaube, das Teil ist zu viel. Das verursacht immer einen Schau. Ich bin mir aber nicht sicher, das ist mein Problem. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall wieder ein... Oh, ein sehr schöner Zug und der Bahnhof ist zu klein. Wir brauchen größere Bahnhöfe eigentlich. Wir müssen eigentlich hier nochmal ein Stück rausreißen aus der Linie. Sehr wahrscheinlich das Optimum. Jetzt stehen die wieder. Alles steht immer. Das ist Katastrophe. Wir haben hier richtige Rückstaus. Also unser Schienensystem ist noch nicht ausgefeilt genug. Oh fuck. Da fahrt er drüber.
Oh Gott. Also ich muss da echt noch was machen. Das ist nicht gut, wie ich es designt habe hier. Das müssen wir alles umdesignen. Wie schaut es währenddessen mit unserer Production hier aus? Ah, die schaut gut aus. Hält sich wie scheint stabil. Neumünster hat den Status Großstadt erreicht. 1,5? Die Stadt, um die ich mich am wenigsten kümmere. Wir haben mal wieder das Problem, dass ein Stau entstanden ist. So. Solange hier immer ein bisschen Verkehr und... Oh Gott, das ist Katastrophe. Das ist echt Katastrophe. Oh Gott, das ist so... Nee, wir müssen hier irgendwas machen. Irgendwas müssen wir hier ändern. Das ist eine 2-4er-Stadt. Was ist das? Pirchenstadt, Großstadt, industriell. Nachfrage plus 3. Können schon wieder Gebäude ausbauen. Passagiere ist noch eine schlechte Abdeckung. Ah, das werden wir auch in der Zukunft ändern. Ah, das quietscht hier die ganze Zeit. Das ist weird. Wir müssen halt mal irgendwie schauen, dass wir diese Ecke leer kriegen. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt müssten noch... Das ist natürlich nicht der Plan, dass wir hier dann die ganze Zeit stehen und nichts machen können, weil alles irgendwo einen Hänger hat. Eigentlich sollte hier schon der Status besser funktionieren. Tut er aber nicht! Wieso nicht? So, der fährt nach oben, der fährt nach unten. Ich brauche einmal mehr. Bitte einmal leere Kreuzung. Leere Kreuzung, leere Kreuzung. Leere Kreuzung. Was ist, wenn wir Schienen bauen? Brücke. Eine Bogenbrücke. Nur mal zum Test. Die 3 hoch ist. Also die Idee wäre jetzt, dass wir sozusagen, wir haben 2 Abfahrten. Wir designen mal die um. Das ist jetzt unser Abfahrtsgleis normalerweise. Wir reißen das mal ab. Und setzen hier, nein, keine Straße, Straßen sind blöd. Wir wollen Schienen. Und eine Brücke. Toll ist natürlich, dass die hier... Okay, wir müssen jetzt echt gut überlegen, was wir genau hier bauen. Bogenbrücke abreißen. Ich reiß auch mal bis dahinter ab. Was ist... Ich muss da wirklich hier wirklich viel abreißen. Das ganze Chaos hier erstmal weg und schauen, dass man hier irgendwie einen Status hinkriegt. Wird kann ich hier reißen? So. Versuche ich mal wirklich nochmal alles von vorne. Ich bin hier gerade echt lost. Was ist, wenn wir... sagen wir setzen hier und bauen dann eine Brücke. 4 hoch. Bis hier hinten. Dann ebnen wir mal schnell die Stelle aus, dass das alles gleich ist. So. Machen es mit dem Zug bis hierhin, dann Brückenbau auf 4 hoch und bis hierhin.
Ich sag nicht, dass das nicht möglich ist. Also mein Plan wäre gewesen, dann hier unten die Schienen durchzusetzen sozusagen und hier zu sagen, hey, Abfahrt. Kann ich hier nicht einfach sagen, Brücke? Und dann tue ich hier irgendwie so. Nein, das geht natürlich nicht. Wieso nicht? Es wäre so schön. Das funktioniert selbst in Transport FIFA 2 funktioniert das und das macht echt Sinn. Ansonsten hätte ich nur Staus. Ich weiß echt nicht, wie ich gerade den Stau beheben soll sonst. Oder was ist, wenn ich sage, okay, alle, die davor abfahren wollen, müssen dann halt hier runter. Alter, das wird halt dann echt complicated. So, aber das ist die Rückfahrgleich. Bedeutet, rein theoretisch müsste das dann hier hin. Bedeutet, ich bräuchte nämlich hier auch eine Brücke schnell. Und dann irgendwie hier anschließen sozusagen. Und das ist dann wieder Abfahrtsgleis. Ja, dann habe ich das jetzt komplett gerade falsch verbunden. Du fährst von hier hin. Dann musst du da drauf. Rauf. Ah, ich habe gerade komplett scheiße gebaut, ne? Du fährst runter. So. So. So fährt man dann hier rein. Da müssen wir noch uns irgendwas überlegen. Und wenn wir jetzt sagen, hier hin, das fährst du im Grunde von hier drauf. Dann. So, wir machen einfach nur mal Verlängerung schnell. Dann ist ja das Einzige, dass kann ich da nicht eine Brücke einfach drüber setzen, sozusagen? Das könnte funktionieren. Oder ich mache einen Tunnel drunter und gehe dann da raus. Tunnel. Ne, das geht nicht. Also das ist das Einzige, dass wir sozusagen hier, weil da können wir im Grunde sagen, hey, Schiene abklopfen und anschließen. Zack. Also das war wieder unplan wie irre. Und da habe ich auch wieder keinen Plan, wie das. Da muss ich dann dasselbe bauen. Oh. Das ist ungut. Das ist richtig ungut. Oder, warte mal, noch eine Idee. Das passt schon so im Circa, das wollen wir mal zurückbauen. Was ist? Alter, ich bin gerade voll in the Flow. Das passt jetzt zum Beispiel hier durch. Das muss ich noch anpassen ein bisschen. Sag mal, du gehst hier durch. Wenn wir sagen, das sind jetzt zwei Schienen und wir sagen, okay, man fährt hier ab. Und warte mal, wie ging es denn, wenn du einen Interstate-Wechsel hattest?
Dass du überall hinkommst. Das Problem ist ja, du kreuzt ja dann so oder so hier die Schienen. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir bauen jetzt hier doch wieder um, dann würde ich hier nicht ein Loch wirklich durchreißen. Diesmal den Tunnel raus. Dann machen wir jetzt hier, weil Geld haben wir und das Geld existiert auch. Dann sagen wir, wir reißen hier einen Tunnel rein. Oder so ein Tunnel-Gängchen. Sowas hier. Wir reißen einfach alles auseinander, mir scheißegal. Dann sagen, okay, du bleibst zum Beispiel hier, du gehst wieder, wie viel bist du nur rübergegangen? So hin oder du gehst halt wirklich wieder auf Kuschelkurs, Kuschelfahrtweg. Das war ja dann so. Dann passt das ja rein theoretisch auch. Wenn man zum Beispiel sagt, hey, man will abbiegen, dann geht man hier hin und geht hier darauf. Dann kannst du sozusagen hier und dann nach da. Und das würde dann nach hier anschließend führen. Du kannst nach hier hin. Und von hier kannst du sagen, jo, ich will aber zum Beispiel hier hin. Zum Beispiel so. Dann sagst du von hier, hey, ich will aber hier hin. Und von hier kannst du sagen, hey, ich will aber hier hin. Dann ist die Kreuzung auch hier doof. Dann machen wir es hier so. So. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber ihr versteht den Sinn dahinter, oder? Rein theoretisch kann ich auch sagen, hier. Und dann fährt es sozusagen hier rum. Du hast dann halt hier so genug Vorplatz. Kommst hier hin. Was halt problematisch ist, du kommst jetzt zum Beispiel nicht hier hin. Du müsstest hier hin. Du kommst zum Beispiel von hier nicht nach da. Ich hasse das. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Oh Gott, wie baue ich das? Ich habe echt keinen Plan, Leute. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge breche ich mir weiter den Kopf auseinander, wie ich dieses Gewirrwarr hier baue. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.